Die dem Kanzleramt zugeordnete Staatsministerin für Digitalisierung, die CSU-Politikerin Dorothee Bär, wirbt natürlich für die Corona-App. In diesem Interview mit Welt TV sagt sie den Regierten außerdem mal kurz und bündig, wie die sich zu verhalten haben. Die Pandemie ist nicht vorbei. Es gelten immer noch die AHA-Regeln, wie Abstand halten, wie Hygienemaßnahmen und eben Alltagsmasken tragen. Und der ein oder andere hat eben noch den Schuss nicht gehört. Ich sage das so deutlich, dass eben nur, weil es möglich ist, dass man jetzt vielleicht auch mehr Reisefreiheit hat, die eben nicht ausgenutzt werden darf. Wie bitte? Haben wir das jetzt richtig verstanden, dass die Regierten bitteschön ihre Freiheiten nur ein bisschen nutzen dürfen? Meinte sie das wirklich so? Dass eben nur, weil es möglich ist, dass man jetzt vielleicht auch mehr Reisefreiheit hat, die eben nicht ausgenutzt werden darf. Und deswegen müssen wir uns immer überlegen, auch als Bundesregierung, wie wir insgesamt damit umgehen, wenn einige andere, die unvorsichtig sind, auch diejenigen gefährden, die sich vielleicht noch an die Regelungen halten zum Wohle der Allgemeinheit.